Die Frühjahrsmesse musste in diesem Jahr wegen Corona schon ausfallen. Und auch für das traditionelle Herbstvolksfest im Rote Hornpark sah es lange Zeit mau aus. Aber die Magdeburger Schausteller haben einen Dreh gefunden, um unter den geltenden Beschränkungen dennoch öffnen zu dürfen. Und deswegen gibt es in der über 1000-jährigen Geschichte der Herbstmesse in diesem Jahr zum ersten Mal den Elbe-Fun-Park. Denn Freizeitparks sind gestattet, wenn auch mit Auflagen, die der Magdeburger Schaustellerverein umsetzen muss. Doch dazu gleich. Vorher lassen wir mal den Oberbürgermeister noch den Elbe-Fun-Park eröffnen und die ersten Besucher durften aufs Gelände. Zuvor mussten sie 2 Euro berappen, die jedoch 50 Centweise an jedem Geschäft gegen Dienstleistungen eingelöst werden können. Denn mit der Eintrittskarte soll verhindert werden, dass sich mehr als 1000 Personen gleichzeitig im Elbe-Fun-Park aufhalten. Weiter erkennbar, dass die Abstände zwischen den Geschäften größer sind und auch die Gehwege sind deutlich breiter. Einbahnstraßen, man kann das auch dort sehen, da ist schon so ein Pfeil. Wir haben also so Pfeile auf den Gehwegen und hoffen, dass sich die Besucher auch so dran halten. Das Tragen von Schutzmasken wird empfohlen, in manchen Fahrgeschäften auch Pflicht, weshalb viele Hinweise auf dem Gelände zu sehen sind, damit die Besucher sich auch daran halten. Von den gewachsenen Abständen zwischen den einzelnen Geschäften zeugen unsere Bilder, was aber nur unwesentliche Auswirkungen auf die Anzahl der Attraktionen hatte. Wir haben eigentlich eine schöne Mischung. Wir haben auch 2 Neuheiten hier auf dem Platz, die wir noch nie da hatten. Und da sind wir auch froh drüber, das war gar nicht so einfach. Ja, eins, das kenne ich selbst noch nicht, ein 7D-Kino. Was das ist, weiß ich selber nicht, da bin ich selber drauf gespannt. Ganz neu, direkt aus der Fabrik, ja, also ganz toll, dass die als erstes hier nach Magdeburg kommen. Das ist wirklich für uns als Veranstalter eine Ehre. Ja, und dann haben wir noch so ein ganz verrücktes Karussell, auch mit vielen Drehbewegungen, Schaukeln nach oben, nach unten, nach rechts, nach links und alles, ja. Street Fighter nennt sich das. Und dann wäre mit dem Karussell Hawaii Swing noch eine Attraktion zu nennen, die aber erst in der kommenden Woche hier aufbauen wird. Bis dahin stellen einige Schausteller auf dem reservierten Platz ihre Oldtimer aus. Sind wieder beide Autoscooter da, ja? Magic, die Soundmaschine, Musikpalast und so weiter. Ja? Scheibenwischer, wie wir das nennen, die Südseewellen. Das wären aber nur Fahrgeschäfte. Natürlich gibt es auch Gastronomie, Losbuden oder Geisterbahnen zu sehen. Also alles, was ein ordentlicher Freizeitpark zu bieten hat. Aber eine wichtige Einschränkung wäre wohl noch zu nennen, der Verzicht auf die durchgehende Öffnung des Freizeitparks. Nur von Donnerstag bis Sonntag dürfen maximal die erlaubten 1000 Besucher auf dem Gelände sein. Weil wir ja jetzt eigentlich unbegrenzt Zeit haben. Alle Volksfeste sind abgesagt und da haben wir uns gesagt, wir machen jetzt hier nicht 3 Wochen und die Wochentage, wo die Leute hier arbeiten müssen, ist ja nicht so gut besucht. Wir ziehen das in der Länge, machen immer nur Wochenende, also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und machen das dann 6 Wochen hintereinander. Also es ist ungefähr die gleiche Zeit an Tagen und das sind wenigstens dann die guten Tage, wo die Leute auch Zeit haben, uns hier zu besuchen. Bis zum 16. Oktober liegt erst einmal eine Genehmigung vor. Es könnte sogar noch eine Verlängerung geben. Schließlich geht es den meisten Schaustellern nicht so besonders, denn nach dem Weihnachtsmarkt im letzten Jahr ist dieser Freizeitpark die erste Arbeitsmöglichkeit seit langem. Aber nicht nur das spricht für einen Besuch des Elbe-Fun-Parks. Auch die potenziellen Besucher haben lange auf Messevergnügen verzichten müssen.